hier immer noch an der Brücke rum. Das könnte was werden. Auch so ein kleines Baugerüst hier unten, sonst ist es ein bisschen komplizierter zu bauen. Stimmt, ich kann hier ja auch noch bisschen Einfluss drauf nehmen. So, das war jetzt hier so einer. Dann so eins. Ich bin mal gespannt, ob ich das überhaupt synchron symmetrisch hinkriege. So, lass mich gucken. Wir haben einen normalen, dann haben wir einen normalen mit dem, dann haben wir einen normalen und eine Stufe, dann zwei normale daneben. Das richtig? Ist eine Frage. Aber die andere Frage ist, gibt es hier überhaupt richtig oder falsch? Auf Augenhöhe kommt noch einer weiter und dann kommen zwei direkt nach unten. Okay, dann kommt hier nochmal so einer. Okay, die Frage ist, überlebe ich das, wenn ich da runterspringe? Auf jeden Fall müssen wir regenerieren. So, life is full. Dann gehen wir gerade mal gucken, wie das aussieht. Ja, da an der Seite komme ich zu schnell runter. Sehe ich jetzt schon. Hm,
Aber sowas braucht halt, ja. Es soll ja auch gut aussehen. So generell finde ich es nicht mal so schlecht. Aber ich könnte es ein bisschen weiter nach außen ziehen. Das heißt, hier eins später erst runtergehen. Das wäre schöner. Dann würde ich auch nicht so tief kommen. Ich glaube, ich muss hier überall Konkret verbauen. Ey. Karren gucken. Okay. Ja. Werden wir machen müssen, dass wir einfach schneller vorwärts kommen. Hier eins später. Heißt natürlich, dass wir hier auch noch eins später rausgehen. Sollte mehr mit den Slabs arbeiten. So ist doch richtig, oder? Alter. Ist schon wieder in den Tod gesprungen. Puh. Kurzer Schockmoment.
Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mit der Brücke zufrieden bin. Aber es nimmt auf jeden Fall mal Gestalt an. Okay, warte. Wir haben hier zwei Slabs, Stair, einen normalen Slab, Stair. So, zwei Slabs, Stair, einen normalen Slab, Stair. War das jetzt richtig? Normalen Slab, Stair. Normalen Slab, Stair. So, das wäre dann sogar so mal, wo ich sagen würde, okay, das passt. Dann kommt hier unten noch eine Stair hin, dass der einen Abschluss hat. Scheiße. Glück gehabt. Wollte natürlich das noch wegmachen, aber irgendwie. Ja, ich denke, so passt es. Der ist nicht zu groß, also nicht zu hoch. Nicht zu viel gebogen, eher so schräg. Ich denke, das passt. Jetzt müssen wir natürlich die andere Seite noch machen. Ist halt ein bisschen kontraproduktiv, dass ich hier eigentlich mit Querfeld einrennen schneller bin, wie wenn ich die Treppe benutze. Hey, wie bin ich denn da hochgekommen? Das Becken hier unten könnte man eigentlich auch mal ein bisschen ausbauen. Dann hätte man da einen Sprungplatz.